Willkommen zurück bei Bioshock 2 Remastered, genau. Und wir sind immer noch in Bora und Challenge Run und sind jetzt mal irgendwie gerade gewillt. Eigentlich sind wir gerade gewillt, würde ich gerade sagen. Bohrzeug zu kaufen. Dankeschön. Behältersystem für Tiefseelebensformen online. An alle Mitarbeiter. Subject Delta ist hiermit entlassen. Geleiten Sie ihn vom Firmengelände. Nein. Sollte eigentlich nicht allzu problematisch sein. Seit da kommt ein mit einem Granatenwerfer. Ich kann einfach auch während dem Kampf kaufen, deswegen. Wo ist der Houdini? Wo ist der Houdini? Kannst du es wagen? Du willst mich überlisten mit dieser Bestechungsaktion? Diesem Almosen? Diesem Hanebüchenen? Ich verfluche dich, Delta! Perfekt, mein Junge! Du hast ihn am Haken! Benutze jetzt die Konsole, um ihm eine DNS-Probe zu entnehmen. So sollte automatisch ein Genschlüssel hergestellt werden. Den Schlüssel zu Lambs Versteck, Junge. Jetzt brauchst du nur noch zu der Oxyfill-Station zu gehen und ihn benutzen. Was habe ich gerade getan? Es ist passiert, was passieren musste. Willkommen zurück zu Bioshock. Ja, das Spiel speichert übrigens unglaublich selten. Ja. Oh, sie kommen wieder, um sich noch mehr geniale Erfindungen von Fontaine unter den Nagel zu reißen, was? Tja. Sie müssen wissen, Sir, ich bin eine juristische Person. Sehen Sie, Sir, ich bin Alexander der Große. Ein Firma ist ein Organismus, mein Freund. Und ich kann dich mit einem Fingerschnippen zurück in den Ozean. Halt bitte deine Fresse. Also, zur kurzen Information. Natürlich ist das passiert, was passieren musste. Und was nämlich passiert ist. Ich habe vor 40 Minuten das letzte Mal schnell gespeichert. Vor 40 Minuten. Und genau das ist mein Problem. Denn jetzt muss ich diese gesamten 40 Minuten nachspielen. Ja, mir bleibt nichts anderes übrig. Alexander der Große? Verdammt, das muss Gil Alexander sein. Der gleiche Typ, der die Nachricht vorhin hinterlassen hat. Klingt aber ziemlich durchgedreht jetzt. Ja, komm her. Hier, jetzt kommt ein Alpha.
der Alpha doch nicht. Initiiere Bioscan. Identifiziere Freigabelevel. Identifiziert. Klinisches Versuchsobjekt. Klassifikation. Protektor. Ja, ich werde das jetzt trotzdem zeigen. Delta. Grund ist, weil irgendwas ja ich jetzt anders machen könnte und dann habe ich ein anderes Tonikum oder habe eins nicht bekommen, was ich eben hatte. Deswegen werde ich euch jetzt die gesamten 40 Minuten, oder ich hoffe, ich da brauche nicht so lange, weil ich genau weiß, wo ich hin muss, werde ich euch jetzt mitnehmen. Und du bist einer von den alten Protektoren. Ich versuche das jetzt zu rushen. Du bist ein gutes Produkt, Delta. Ein gutes Produkt. Für die Ewigkeit gebaut. Sieh jetzt nicht hin, aber ich glaube, einer deiner alten Kollegen will dir Hallo sagen. Delta. Status aktualisiert. Status aktiv. Zugang gewährt. Ja, komm. Ich habe mir vor allem auf das Gelaber mal überhaupt keine Lust. Hallo, hier bin ich wieder. Ich wurde einer extrem hohen Dosis Adam ausgesetzt. Wenn Sie dies hören, habe ich die Sicherheitsvorkehrungen für diese Einrichtung bereits massiv hochgefahren. Sie, mein anonymer Freund, müssen diese Sicherheitsvorkehrungen umgehen und mich töten. Bitte glauben Sie mir, wenn ich selbst dazu in der Lage gewesen wäre. Wo wir gerade bei guten Neuigkeiten sind, Sie können die Aufnahme unter diesem Bildschirm dazu benutzen, die Stimmenscanner, auf die Sie stoßen werden, zu passieren und in das Sicherheitsbüro zu gelangen. Das Passwort ist Agnus D. Dankeschön. Agnus D. Zum Betreten bitte Passwort aussprechen. Agnus D. Zugang gewährt. Willkommen, Gil Alexander. Das habe ich gehört. Mein Konterfei und meine Stimme sind Firmeneigentum, Delta. Genau wie du. Zwing mich nicht, dich auszuschlachten, Freundchen. Lass mich einfach rein, ich will zum nicht mehr. Zum Betreten bitte Passwort aussprechen. Ich habe dich gewarnt. Wenn du gesund bist, nur Qual und Pein. Nasse Messe geht's dir rein. Ein Winterschiffen für wenig Geld. Zugang verwehrt. Bitte sprechen Sie deutlich. Automatische Deaktivierung für 60 Sekunden. Ah, er blockiert das stimmengesteuerte Schloss mit seinem Gejaule. Sieh zu, ob du ihm die Kontrolle über das Sicherheitssystem des Gebäudes abjagen kannst. Ja. Das Sicherheitsbüro liegt weit über deiner Gehaltsklasse. Wenn du dich partout nützlich machen willst, die Klos müssten dringend geschrubbt werden. Hier sind ein, zwei Aushilfen zu deiner Unterstützung. Mir sind die Sisters auch tatsächlich vollkommen irrelevant. I don't care about the Sisters anymore. Warum komme ich da bitte nicht rein? Ist doch jetzt ein schlechter Scherz. Habe ich jetzt eigentlich hier noch irgendwas? Gesundheitsabfall. Habe ich irgendwas, was ich hier noch gekauft hatte oder so? Ja. Ach, mir fehlen zwei Slots. Warum das denn? Wieso fehlen mir zwei Slots? Wo kriege ich meine zwei Slots her?
Da. Doch, der eine ist Headhunter und der andere ist das Hacken. Den Headhunter, den werde ich gleich noch austauschen. Wage es nicht, diesen Signalsender anzurühren, Delta. Er ist 10-mal so viel wert wie du. Ich bin sehr enttäuscht von dir, Delta. Die Zerstörung von Fontaine-Firmeneigentum kann mit fristloser Kündigung geahndet werden. Oder einfacher ausgedrückt, du bist gefeuert. Gefeuert! Gefeuert! Komm schon, lass mich rein. Dankeschön. Und jetzt die Lava bitte nicht so viel. Die Konsumenten von Rapture stehen in deiner Schuld, ja, mein ja, Junge. Ja, ja, wir haben ja, Macke ja, um Macke ja, aus unserer ja. Plasmidlinie eliminiert. Ja. Hier. Und alles dank dir. Lass sehen, ob du noch Konkurrenz hast. Das Schöne ist, er redet jetzt ungefähr 30 Minuten. Achso, ich muss den Scheinwerferlicht schon. Ladies and Gentlemen, Fontaine Futuristics lädt Sie ein, Ihre Skepsis abzulegen, Ihre Erwartungen zu steigern und Ihre Zweifel zu zerstreuen. Denn wir präsentieren Ihnen die revolutionäre Kraft unserer Plasmid-Serie zur Heimatverteidigung. Ja. Darf ich um einen Freiwilligen aus dem Publikum bitten? Ich würde unglaublich gern einen Glitch kennen, damit ich das hier überspringen kann oder schneller machen kann, durch die Wand kann oder so. Wie wär's mit Ihnen, Sir? Nein, der will uns verretten nicht. T-Man, da hinten, kommen Sie herunter. Einen Applaus für die Dame. Nur eine einzige Freiwillige? Was ist, Gentlemen? Die Dame ist doch furchtbar einsam, so allein hier oben. Kommen Sie herunter, Sie alle! Was? Einen kräftigen Applaus bitte für Subject Delta und die Kraft. Ah, Gott, dass ich das alles nochmal nachspielen muss. Ich krieg's Kotzen. Mach hinne. Oh nein, Subject Delta. Sieht aus, als hättest du einem Kollegen die Schau gestohlen. Und jetzt will er sich rächen. Was wird Delta jetzt tun? Du bist immer noch ein Siegertyp, Delta. Ohne dich war die Tour nur noch die Hälfte wert. Wenn man bedenkt, dass du so hochgespleist warst, dass du kaum stehen konntest, als wir dich in diesen Aufzug gesteckt haben. Die Fontaine-Betriebsrente ist dir so gut wie sicher, mein Junge. Munitionskapazität. Scheiß leer. Das ist so optimal. So ist das nun mal. Braucht man einen Bohrer-Treibstoff.
gehe mir nicht auf die Eier, ernsthaft. Jeder neue Tyrann wagte sich hierher auf der Suche nach Eroberungen, Delta. Fontaine, Ryan und jetzt du. Aber jeder möchte gern, Caesar muss lernen, die Dolche seiner Gefährten zu fürchten. Frage dich, Delta. Was hat Sinclair davon, dass er dich hierher führt? Stopp, Dene. Da waren wir gar nicht drin, aber das ist mir gerade auch egal. Ich will nicht, Mr. Bubbles. Ich habe kein Interesse. Nein, ich will spielen. Dankeschön. Wortkast brauche ich die Propora. Nein, 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 nein. Meine Maus ist wieder so groß. Bitte nicht. Nein, nein, nein. Ich speichere. Bevor. Bitte. Nein, nein. Jetzt verarsch mich nicht. Willkommen zurück bei Bioshock. Ja. Willkommen zurück bei Bioshock. Ja. Was soll ich großartig sagen? Versuchen wir das Spiel weiterzuspielen. Neuer Tag, neues Glück, nenne ich das jetzt mal. Will heißen, mir ist das Spiel gerade schon wieder abgestürzt. Also das ist gerade gestern. Ist mir das Spiel tatsächlich schon wieder abgestürzt. Unsere Eingriffe verlaufen schnell, schmerzfrei und sicher. Okay. Ich versuche jetzt mal mein Bestes, um irgendwie jedes Mal, bevor ich ein Verkaufsauto... Bitte nicht. Okay, danke schön. Jedes Mal, bevor ich einen Verkaufsautomaten betrete, versuche ich jetzt zu schnell speichern. Hier komme ich noch nicht rein. Zu schnell speichern. Mir sind die Sisters, wie gesagt, jetzt völlig egal. Das ist alles, alles gerade hier wieder neu spielen. Worauf ich, was ich echt ein bisschen bescheiden finde, muss ich gestehen. War ich da schon? Ich glaube, ja. So viel Erde, Mr. B. Ja, hier waren wir schon. Sind ja schon alles tot. Wohin sollen wir denn? Was war das? Sehr töre. Komm, muss mich kurz wieder einspielen. Wie gesagt, ich habe gestern gespielt. Aha, hier ist das Problem. So. Agnus D. Ja, danke schön. Also. Zugang gewährt. Willkommen, Gil Alexander. Hallo. Ich muss davon ausgehen, dass Sie nunmehr willens sind, mir zu helfen, mein Leben zu beenden. Im Gegenzug stelle ich Ihnen eine freundlich gesinnte Sicherheitseskorte. Hier drin gibt es einen Schalter, der Ihnen Zutritt zu den wirklichen Laboratorien verschafft, wo das auf Sie wartet, was von mir übrig ist. Ja. Bitte betätigen Sie ihn. Haben wir bereits gesehen. Wollen wir natürlich auch wieder hin. Wo ist mein Schalter? Da ist mein Schalter. Entschuldigung, ich spiele währenddessen gerade an meinem Teelicht hier rum, was vor mir steht. Gehe zum... Okay. Oh Gott, jetzt hab ich mich erschrocken. Auf geht's. Ich weiß gerade nicht. Wenn ich mich recht entsende, muss ich von dem sogar noch Fotos machen. Ja, muss ich. Er interessiert mich überhaupt nicht gerade. Und tschüss. So, wo war ich gerade genau? Ich wollte gerade meine Kerze wieder anzünden. Die irgendwie. So,
So, sorry. Ja, wo waren wir stehen geblieben? Genau, meine Kerze ist wieder an. Ja, irgendwo ein bisschen Weihnachtliches muss es ja hier irgendwo geben. Rapture. Na, Adam brauchen wir nicht mehr. Sissies brauchen wir nicht mehr. Ich habe gerade aus Versehen die Konsole geöffnet. Auch geil. Und hier geht es Richtung... Irgendwo Richtung... Wir hören gleich nochmal was von diesem Nebengang. Von Sinclair, glaube ich. Wie's? Ja. Aus der Zeit, als ich noch geschäftlich hier zu tun hatte, weiß ich, dass diese Oxyfield Station da draußen nur ein getarnter Eingang in einen geheimen Gang ist, der nach unten führt. Wenn Lam Eleanor hier irgendwo vor dir versteckt, dann wahrscheinlich dort. Quicksave. Ich muss jetzt versuchen, immer und immer wieder zu quicksaven, weil ansonsten weiß ich nicht, was ich tun soll. Wo bin ich jetzt? Genau, jetzt gleich komme ich in das Labor. Und da müsste ich dann mal eben die beiden Schalter wieder aktivieren. Leider schmerzen mich die Lichter hier drin unerträglich in den Augen. Bis sie bei mir sind, um mich zu töten, bleiben sie ausgeschaltet. Bitte suchen Sie die Schalter und betätigen Sie sie. Kommen Sie dann wieder her, um den Strom wieder anzuschalten. Nummer 1. Nummer 2 ist irgendwo hier hinten gewesen. Okay, jetzt schalten wir den Strom wieder an. Und wollen tatsächlich ein wenig was hacken. Sophia und ich wussten, dass es einen hohen Preis fordern würde, den ersten Utopisten zu erschaffen, mein Freund. Wir brauchten einen Wirt für all das Adam, Raptures hellste Köpfe. Ein williges Subjekt. Also... mich. Ja? Das, was Sie in dem Tank gesehen haben, war tatsächlich ich. Ich befürchte, das Schicksal von Eleanor Lamb wird nicht so körperlich greifbar, aber ähnlich grotesk ausfallen. Dieser Behälter für Tiefseelebensformen eignet sich ideal dazu, mich auszuschalten. Aber zuerst müssen Sie genug Pflanzen voll Adam beschaffen, um mich herauszulocken. Die Schnecken ernähren sich von dem Stoff und er ist jetzt alles, was ich will. Ich habe Ihnen eine Probe hinterlassen, damit Sie wissen, wonach Sie suchen müssen. Dankeschön. Meine angesehene Stellung wirst du niemals einnehmen, du mieser Verräter! Wieso komme ich hier nicht rein? Hallöchen. Können wir reden? Nein, können wir nicht. Erhöhter Schaden. Weg mit euch. Hör zu, mein Junge. Diese ganzen Schlüssel, die du beschafft hast, sind alle genetisch kodiert. Und um an Lamb ranzukommen, brauchst du einen vom guten alten Gilda drin. Aber der Reihe nach. Zuerst müssen wir ihn ruhig stellen. Such die Pflanzen, die er erwähnt hat, und lock ihn da raus. Fuck my life. Komm, geh weg. Dankeschön. Okay. Wo waren wir stehen geblieben? Hier wäre auch noch eine Station gewesen. Jetzt hätte ich beinahe wieder einen Alarm ausgelöst. Also, ob das jetzt einen großen Unterschied gemacht hätte, aber das hier ist natürlich doof ohne Bohrertreibstoff, wie ich das gerade... Ach, egal, ja. Ja, das ist doof ohne Bohrertreibstoff, weil ich jetzt natürlich gegen Alpha kämpfen muss. Aber wenn ich Glück habe... Wir können dich doch in deinem Zustand nicht in den Labors herumrennen lassen. Verdammt. Hey, ja, ich weiß, jetzt kommt ein Alpha. Ich sage!
Okay, jetzt ist mein Ding leer. Das ist, was ich befürchtet habe. Was? Elementarsturm, den hätte ich gerne gegen die Elektro. Dankeschön. Ja, das ist ja total nett hier von euch. Könntet ihr bitte mal weggehen. Dankeschön. Ja, rauskommen tue ich, ja, bin ich das letzte Mal hier drüber. Genau. Diese armen Teufel. Was für ein Leben. Rummarschieren und den Daddy spielen, bis irgendein Splicer es schafft, ihre Sister zu killen. Und wenn sie da nicht ins Koma fallen, werden sie wahnsinnig. Und es bleibt ihnen nichts mehr, als zu schreien. Nichts gegen dich, Junge. Wir sollten zusehen, dass du schnellstens zu Eleanor kommst. Dankeschön. Wir quicksaven hier mal wieder. Dein Körper beginnt, sich selbst zu zerstören. Der Drang, Eleanor zu finden, wird dich in den Wahnsinn treiben oder ins Koma fallen lassen. Du hast keinen Anspruch auf sie. Deine Entwicklung gehörte zu Rapture. Dreht ruhig weiter. Des größten Sünden. Und doch gibst du nicht auf. Warum nicht? So, wir machen jetzt hier einen kleinen Cut, weil wenn ich mich recht entsinne, sind die beiden Parts von gestern zusammen mit dem hier jetzt ungefähr 30 Minuten lang. Also machen wir hier einen kurzen Cut.